Bibelklar. Ich stelle mir das so mal ganz vage, ganz entfernt nur mal so vor, ein 33-jähriger, starker, junger Mann, der vor seiner Hinrichtung steht und dort innerlich alles, was in ihm, jede Faser seines Wesens, jedes Fetzlein Haut, jedes Härchen, alles hat in ihm ein Verlangen zu leben, sich seiner Existenz zu erfreuen. Und nun steht er vor der Vernichtung, vor der Zermalmung, völligen Zerstörung seiner Hülle, seines Körpers. Und alles, was Körper heißt, in ihm sagt, nein, ich will es nicht, Vater, du bist der Gott, der alles vermag. Ist da nicht ein anderer Weg? Ja, dieser Kampf, um diesen Kampf durchzustehen, in der Hingabe, so wie ich es gelernt habe, von jungen Jahren an, wie ich immer wieder Gehorsam, Unterwerfung, Akzeptanz, Demütigung, sich selbst entsagen, das war immer, das Kreuztragen war Zeit seines Erdenlebens immer seine Hauptsache, seine Prämisse, sein ganzes Ding, um da nicht abzusagen. Um dem nicht zu sagen, jetzt habe ich genug, jetzt ist zu viel für mich. Ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich mag nicht mehr. Nein, was macht er? Jetzt ist meine Seele erschüttert. Und was soll ich sagen? Vater, hilf mir aus dieser Stunde. Doch darum bin ich in diese Stunde gekommen. Und er selbst ging noch ein paar Schritte weiter, warf sich auf die Erde und bat Gott, ihm diese Leidensstunde zu ersparen, wenn es möglich wäre. Aber Vater, sagte er, dir ist alles möglich. Lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und diese Pressung, Blut, Schweiß, schwitzend aus Erschütterung, aus Erfahrung, dass er sich selber verloren hat, dort in Gethsemane, dort auf Golgatha, ganz praktisch. Und das war das Opfer und die Selbsthingabe aus der vollkommensten, geistgewirkten Liebe des in ihm vorhandenen Gottseins. Das war das Zentrum göttlichen Wesens. Alles für euch dran zu gehen, weil ich euch so liebe, weil ich nichts zurückhalte und weil ich mich selber tatsächlich übergebe der Hinschlachtung. Denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch geschwächt wurde, das hat Gott getan. Nämlich die Sünde im Fleisch verdammt, indem er seinen Sohn sandte in der Ähnlichkeit des sündlichen Fleisches und um der Sünde willen. Und ich denke, dieses ein für alle Mal, diese sündhafte, elende Neigung des ich will, ich bin, ich kann, ich habe, ich möchte auch, ja, ich mein Ich vollständig dran zu geben. Um diese Schwächung, die durch das Körperliche, das Natürliche, auch im Menschen Jesus Christus vorhanden war, um das zu besiegen, um den Widerstand seiner natürlichen Neigung, um den zu zerbrechen, dass er deshalb hat Gott seinen Sohn gegen die Sünde geschickt. Er kam in der gleichen Gestalt, wie sie die Menschen haben, die im Widerspruch zu Gott leben. Und da machte er der Sünde in der menschlichen Natur, im Fleisch, den Prozess. Er verdammte Sündhaftigkeit, elender Mensch, dieses
Ego-Neigungssystem, er verdammte, verurteilte es ein für alle Mal. Und er nahm es mit sich, mitsamt seinem Körper, nahm er es hinauf an das Kreuz von Golgatha. Und dort wurde es ein für alle Mal vernichtet. Das war der Held. Das war die Kernsituation, oder wie soll ich das ausdrücken, dieser Erlösungsprozess, den er zuerst an seinem Leib vollzogen hat, um zu zeigen, ich mache es für euch möglich, was euch all eure Lebzeit, all eure Existenzjahre und Jahrtausende hindurch so im Wege steht, nämlich ich vernichte diese Sündhaftigkeit, ich vernichte dieses Übel, indem ich mich selber dran gebe. Er hat keine Sünde begangen und kein unwahres Wort ist je über seine Lippen gekommen. In seinem eigenen Körper hat er unsere Sünden auf das Holzkreuz hinaufgetragen, damit wir für die Sünden gestorben, nun so leben, wie es vor Gott recht ist. Und so denke ich mir, hatte Jesus durchaus seine Bekanntschaft mit dem, was dort im Römerbrief durch Jesu Geist geschrieben steht. Bekanntschaft mit dem, die Neigung, etwas zu tun, was ich aber doch hasse, was dem Geist zuwider ist, was fleischlich ist, was urmenschlich ist. Ich vollbringe es nicht. Ich enthalte mich dem. Ich kämpfe diesen guten Kampf gegen mich selbst. Und das ist das Erstaunliche. Und das hat Jesus für uns alle vollbracht. Wie tief muss Gottes Liebe sein? Er liebt uns um.